Okay, Freunde, im letzten Video haben sich einige von euch gewundert, warum ich gesagt habe, nennt mich Mod-Mave, Freunde. Ich kann Among Us modden und sowas, ist jetzt nicht so krass. Ich bin aber auch mittlerweile schon so heftig, ich kann auch schon Sachen im Real-Life modden. Passt auf. Wenn ihr genau hier hinguckt, Freunde, dann hole ich jetzt hier kurz einen Hund hin. Oh, so, seht ihr schon? Ich meine nicht den Hund, Digga, ich meine einen fetten Hund. Kid-Mave-Habibi! Ah, so schon besser. Ich hoffe, das Intro war nicht cringe, Freunde. Falls ja, könnt ihr gerne deabonnieren. Die anderen bleiben bitte und liken das Video. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon, wir machen heute wieder ein Among Us Mods Video. Und ich habe das schon vor ein paar Wochen hochgeladen. Das kam relativ gut an, weil es auch extrem kranke Mods gab. Aber irgendwie wird es immer heftiger. Und um euch zu zeigen, dass es eigentlich heftiger wird, Freunde, habt ihr die letzten Tage schon bei mir die ganzen Mods gesehen. Wie zum Beispiel die Mod, wo man einfach durch Wände laufen kann und komplett neue Fähigkeiten hat. Aber passt mal auf, was jetzt in diesem Video drankommt. Übrigens, Freunde, falls ihr selber Mods spielen könnt, könnt ihr gerne auf meinen Discord kommen, da könnt ihr die alle runterladen. Zum Beispiel gibt es eine Mod, wo man seine Farben wechseln kann, man kann durch Wände laufen. Auch die Battle Royale Mod, Freunde, die funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob es mit mehr als 10 Spielern geht, vielleicht irgendwann mal, aber gerade nur mit 10. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, Freunde, ihr könnt die alle runterladen, viel Spaß damit. Jetzt kommen wir aber zu Sachen, die man nicht runterladen kann, weil es einfach eine einzige Person gemacht hat und die denkt sich, ich verrate es keinem und behalte es alles nur für mich und Geier. Ich mache trotzdem ein Video auf seinen Nacken, Digga, weil das sind trotzdem coole Mods. Wie zum Beispiel diese Mod hier, Freunde, wo man einfach, it's for real, es ist wirklich Among Us, es ist kein neues Spiel oder so. Die haben in Among Us das so gemacht, dass man einfach Mario Kart spielen kann. Oder ich verstehe nicht wie, aber irgendwie hat es geklappt. Guckt einfach nur hin, Freunde, ihr seht schon, die chillen da einfach mit ihren Autos. Haben hier hinten so Boxenstops, wo die dann Aufgaben machen werden. Und die fahren dann einfach nur durch die ganze Map, Digga. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall, Freunde. Das ist die allererste Mod und ihr seht, wenn die jetzt hier stehen bleiben, dann crashen die auch. The fuck? Okay, das wusste ich nicht, dass die crashen können, Digga. Und auf dem Weg kann man auch Aufgaben machen, Freunde. Der Imposter kann andere Leute auch umschmeißen und töten, wie ich es hier gerade gesehen habe. Und die haben auch so Hindernislauf und so. Das sind einfach Schlaglöcher und so. Das ist komplett lost. Es gibt da mehrere Runden. An sich ganz coole Idee. Ob es wirklich Spaß macht für mehr als ein, zwei Runden, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist krass umgesetzt. Machen wir weiter mit der nächsten Mod. Und die ist noch heftiger. Und ihr könnt schon sehen, es geht jetzt hier einfach um einen scheiß Flammenwerfer in Among Us. Ich check nicht genau, wie das funktionieren soll, weil eigentlich ist man ja One-Hit und ihr könnt es gerade sehen, der rennt einfach weg und überlebt das irgendwie. Aber man hat dann halt wirklich so einen Kack-Flammenwerfer einfach auf den Schultern, rennt damit rum und kann Leute einfach abschießen und alle verbrennen. Und anscheinend gibt es auch nur als eine einzige Rolle. Also das ist halt irgend so ein Fackeltyp, der kann Leute anzünden und damit alle umbringen. Sinn macht es relativ wenig, aber es sieht verdammt krank geil aus, Digga. Einfach die ganze Map brennt, alle Leute kann er damit killen. Nur der Imposter kann ihn trotzdem One-Hit. Also irgendwie auch nicht so useful. Und man kann seine Crewmates aus Versehen töten, wenn man alles anfackelt. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber es sieht geil aus und bringt wahrscheinlich Klicks bei ihm. Von daher, warum nicht? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt die ganze Zeit nur denselben Typen sehen, Freunde, weil die sind einfach komplett geisteskrank, was die können. Among Us, die modden einfach gefühlt alles. Wie zum Beispiel hier, ihr seht schon, die chillen gerade einfach in einem Boot. Und weshalb die in einem Boot chillen ist, kann man sich eigentlich schon denken, wenn man ein bisschen nachdenkt. Ja, aber was ich nicht checke, der droppt einfach überall Boote allgemein. Hä? Und so Ringe und sowas. Ich glaube, das sind die Spots, wo man sich dann eben retten kann. Okay, ich glaube, das sind die Spots, wo man sich retten kann, Freunde. Denn er kann gleich einfach mit der Sabotage einen ganzen Tsunami rufen, der die ganze Map einfach überschwemmen wird. Ihr seht es gerade. Komplette Map ist überschwemmt, alles voll mit Wasser. Und wenn du nicht auf so einem Boot chillst oder so, dann wirst du halt eben ertränken und sterben. Und Dead Body reported. Sind auch schon jemand gestorben, deswegen. Übel krass. Mods sind allgemein irgendwie komplett weird geworden, Digga, weil einfach, das ist kein Among Us mehr, Digga. Die haben einfach daraus 2012 den Film nach. Kommen wir jetzt nochmal zu einer Mod, Freunde, bei der man auch ein bisschen mehr damit anfangen kann und wo es vielleicht auch Sinn macht, damit zu spielen, weil dieses Tsunami-Ding ist schon ein bisschen zu OP, weil wenn du kein Boot findest, bist du einfach tot, weil du vom Tsunami gekillt wirst. Und zwar geht es hier darum, dass man Aufgaben verkackt, dass man dann einfach sterben sollte. Die Sache ist aber, Freunde, das ist immer unterschiedlich. Zum Beispiel bei Lights, wie ihr es gerade sehen könnt, hat er halt eben 10 Sekunden Zeit, um die Lights zu machen. Wenn andere Leute den abfacken, dann hat er halt nur noch einen zweiten Versuch und danach immer noch nicht geschafft ist, dann ist er halt eben tot und verkackt deswegen einfach. Ah nee, er hat insgesamt 5 Versuche für alle Aufgaben, oder? Immer nur für eine einzige. Hey, das war voll schwer bei dir. Okay, also mit dem Timer ist das richtig schwer, Freunde. Ihr seht schon, wenn er es nicht ganz hinkriegt, Digga, dann verkackt er einfach, hat nur noch einen einzigen Versuch. Aber, Freunde, es gibt so Aufgaben, zum Beispiel die Kabel und so. Wenn man die ein einziges Mal verkackt, kriegt du Stromschlag, bist du auch tot. Also, es wird irgendwie immer alles nur leichter für einen Imposter gemacht, Digga. Die müssten mal ein paar Mods machen, die es leichter machen würden für die Crewmates, weil das ist eigentlich schon leicht genug für einen Imposter zu gewinnen. Und passend zum Thema, Freunde, seht ihr schon, wird einer von denen einfach zum Thanos gemacht und ist somit jetzt einfach ein Crewmate als Thanos verkleidet, Digga. Erstens ist er dann extrem riesig und rennt durch die ganze Map mit einer Größe, die so groß ist wie André selber. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ach, jo.
Und er hat einfach so diese Infinity Gloves, mit der er einfach diese Steine, glaube ich, einsammeln kann. Und dann kann er alle Leute töten mit einem Schnipser. Oder das ist, ich verstehe nicht mal genau, was Thanos alles kann. Schreibt mir in die Kommentare, Freundin, was er da so genau kann. Weil ich verstehe es einfach nicht. Normalerweise macht er doch einfach einmal mit seinem Finger da dieses Schnipsen und dann sind alle tot. Aber anscheinend macht er hier Portale. Der macht da irgendwie Zeit zurück und sowas. Der kann dahin und das machen. Und wir nennen ihn einfach Superheld. Thanos ist kein Superheld, ne? Scheiß, egal. Wir nennen ihn super Bösewicht. Aber zu meiner Lieblingsmod von allen, Freunde, weil sie einfach vom Prinzip her so geil gemacht ist. Und zwar ist es dem Imposter möglich, andere Leute zu kontrollieren. Ihr seht schon, er hat unten so einen Mind-Control-Button, Freunde. Wenn er da drauf drückt, dann hat er instant die Kontrolle von irgendeinem Spieler. Und jetzt könnt ihr schon sehen, Freunde, alles wird lila drumherum. Er kann den komplett kontrollieren und er steuert jetzt einfach gerade einen Crewmate. Heißt, er kann auch mit dem Crewmate jemand anderen töten und das so aussehen lassen, als wäre er der Imposter. Natürlich wäre das ein bisschen OP, aber alle anderen wissen ja, dass es jemanden gibt, der andere kontrollieren kann. Also kann man auch damit ein bisschen gegen argumentieren und sowas. Was das ganze Spiel einfach nochmal komplett refreshed und sozusagen nochmal geil machen kann. Und übrigens, ne, ich habe Kontakt zu den Leuten. Ratet mal, wie viel die wollen für die Mods. 3000 Euro. Heißt, ihr werdet die Mods nie auf meinem Kanal sehen. Hofft gar nicht. Ich hoffe nicht. Außer ihr geht auf Twitch bei mir rein und zappt mit 2000. Dann mache ich's. Digga, das ist echt so lost, Alter. Die Leute leben echt in einem anderen Film, Digga. Muss aber auch sagen, es sind auch richtig, richtig geile Mods, ne? Also, for real, Digga, Respekt geht raus an die Leute, die das gemacht haben, weil die sehen echt schon heftig aus und die Ideen davon sind auch richtig geil, dass man einfach andere Leute kontrollieren kann, irgendwo auf der Map und so. Dann kommen wir zur letzten Mod, Freunde, auch vom selben Typ. Es sind einfach nur die, die das machen. Ich weiß auch nicht, warum nur die das können. Falls es irgendwer von euch macht für mich, der soll mich schreiben. Ich bezahle aber nicht dafür. Hofft gar nicht. Und wie ihr hier schon sehen könnt, Freunde, hat er hier verschiedene Luken einfach im Boden. Also nicht nur die normalen Vents, sondern auch noch so ein bisschen anders aussehen, in dem man sich auch drin verstecken kann. Und unten links könnt ihr auch schon erkennen, Freunde, er hat einen Acid-Button, also so einen Gift-Button, mit dem er einfach komplett Säure über die ganze Map schicken kann. Und da kommt diese Säurewelle. Okay, die Animation ist jetzt ein bisschen billig, ne? Aber trotzdem, das sieht schon krass aus, wenn so ein Ding einfach über die ganze Map fliegt. Und zack, da ist auch der erste Kill. Also es ist im Endeffekt auch einfach nur Vents, aber man versteckt sich halt eben vor dieser Säure. Und wenn du es nicht da reinschaffst, dann hast du halt eben verkackt. Eigentlich dasselbe wie mit dem Tsunami, nur dass da diese Dinger von selbst schon liegen und dann nicht diese Boote noch platziert werden müssen. Im Prinzip eigentlich alles relativ geile Mods, Digga. Und ich find's auch echt geil, was mittlerweile möglich ist mit Among Us, Freunde, weil es einfach so ein krankes Game ist eigentlich. Und da die Entwickler momentan eh ein bisschen überfordert sind mit neuen Updates und sowas, kommt was eigentlich richtig passend, weil die Leute dann einfach so viel Arbeit in das Spiel stecken können, man trotzdem immer wieder Content hat. Und diejenigen geben auch mir Content, weil ich darauf reagieren kann. Und ich find das geil. Aber ansonsten, Freunde, würde ich sagen, was ist mit dem heutigen Video? Die Mods sind echt richtig, richtig geil. Feier ich. Ich werde aber mittlerweile jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger Among Us bringen, weil es gibt halt nicht mehr so viel, was man machen kann. Die Leute, die Developer sind extrem überfordert mit dem Game, können kaum noch hinterherkommen und Updates. Ich glaube aber, bald sollte die neue Map kommen. Haben sie zwar schon im Dezember gesagt, aber ich glaube, bald sollte sie wirklich kommen. Irgendwann im Februar oder so. Bis dahin, Freunde, man sieht sich, haut da rein und morgen kommt ein neues Video. Deswegen abonniert und spendet mir 2000 Euro für die Mods.